Ja, abseits. Ja, wenn er Hausarbeit hat, dann müssen sie davon lernen. Zahlt sich auch noch nehmen. Aber in der Halbzeit, oder? Boah! Oh, nee! Oh. Nein, ich meinte nicht zum Spiel. Zu ihrer Sicherheit. Ja, die ja. Auch. Ist da alles klar? Nein! Weil die auch in der Vorschule. Ja, es ist aber richtig. Du kannst die Leute nicht. Das war bestimmt irgendwo im Bergischen Land. Oder? Nee, das war irgendwo hier am Kunstrasenplatz. Kunstrasenplatz. Oh mein Gott! Und die geht rein, das gibt's doch gar nicht. Alles nur auf Homeless gucken. Das will ich jetzt nicht sein. Nein, aber du musst doch mal jetzt hier. Danke. Phrasenschwein voll, ne? Standards gehören natürlich mit dazu, ne? Dass man dem Gegner nichts anbietet. Ja, es sind auch alles Lernprozesse. Gallig zu bleiben, wach zu bleiben, zweimal derselbe Mann, der irgendwo zu billig einfach nach Ecken uns Gegentore gestattet. Der Plan war natürlich, ja, noch weniger zuzulassen in der zweiten Halbzeit. Hat eigentlich bis zum 1-1 auch gut funktioniert. Wir hatten natürlich selber vorher die Chance, das Ergebnis höher hinzustellen. Ja, und dann brauchst du über gerecht oder nicht gerecht oder wie auch immer dir keine Gedanken zu machen. Ne? Du musst in den Standardsituationen einfach mit voller Wucht und Vehemenz den Gegenspieler aufhalten, in die Bälle reingehen, nicht reagieren. Ja, ist ja bekannt, denke ich. Ne? Und so steht man irgendwo, ja, dann auch nicht ganz unverdient mit leeren Händen da und hat es nachher nochmal versucht, wenigstens den Punkt zu klammern. Auch das hat nicht funktioniert, ne? Und jetzt müssen wir die Einzelnen wieder aufbauen. Wir brauchen jeden Einzelnen und ja, sehen, dass wir uns irgendwo oben halten. So ist natürlich schwer, Spannung in der Liga zu halten, zumindest für uns. Und für den Moment natürlich ja, auch irgendwo bittere Erfahrung. Aber wie gesagt, 22-8 irgendwo ein Lernprozess. Ne? Mit, Dortmund mit 25er Durchschnitt schon jung bezeichnet wird. Ne? Ich glaube, da ist irgendwo in der Mitte die Wahrheit, ne? Dass wir bei den Standardsituationen da einfach ganz anders dann zu Werke gehen müssen, was wir in der Saison auch schon bewiesen haben. Und zwei Gegentore sind dann einfach zu viel. Jo, jetzt heißt es weitermachen und Donnerstag den Kopf wieder hochnehmen und sehen, dass man dann da irgendwo was mitnimmt. Ne?